Ich begrüße euch ganz herzlich. Mbote, das heißt Hallo auf Lingala, der Landessprache im Kongo. Und ihr seid hier bei uns richtig, wenn ihr wissen wollt, wie Mission aussieht, wenn ihr erfahren wollt, wie die Reise in die Demokratische Republik Kongo verlaufen ist, wenn ihr euch interessiert für Hilfsprojekte für Bedürftige oder euch vielleicht auch selber fragt, wie ihr unterstützen könnt. Ich möchte euch heute ganz gerne noch einmal unser Projekt Milolo Milolo vorstellen. Milolo Milolo ist ja ein kongolesischer Freudenruf, also es heißt Freudenschrei. Und ich will gerne über unsere Mission im April 2022 erzählen. Ich bin die Nicole und ich war zusammen mit drei anderen Leuten aus Deutschland von 9. bis 22. April in der Demokratischen Republik Kongo im Herzen Afrikas. Hinzugekommen sind zu uns auch vier Christen aus Belgien, die mit uns die erste Woche verbracht haben. Der Höhepunkt unserer Reise war die Einweihung eines kleinen Empfangszentrums in einem Dorf, Wululu heißt es, das in der Nähe von Kinshasa ist, der Hauptstadt Kongos. Und zwar war diese Einweihungsfeier am 16.04. Das Haus für die Witwen, wo man sich treffen kann, auch Apotheke eingerichtet wird und so weiter, wurde von Geschwistern finanziert, von Leuten, die gerne ein gutes Werk tun, die sich mit der Hilfe für Witwen identifizieren. Ja, unsere Reise, also ich möchte gerne meine Eindrücke zu dieser Mission, zu dieser Reise schildern, möchte euch auch im Folgenden dann sagen, welche Bedürfnisse noch da sind, wie ihr eventuell, wenn ihr Lust habt, unterstützen könnt. Die Reise war für mich persönlich sehr lehrreich, in eine andere Kultur einzutauchen. Ich kam, sagen wir mal, mental, seelisch reich beschenkt zurück nach Deutschland. Aber ich muss auch sagen, es war strapaziös. Zu unseren Aktivitäten. Wir haben uns meist in Kinshasa aufgehalten, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Diese Stadt ist eigentlich die größte Afrikas, kann man sagen, mit 15 Millionen Einwohnern ungefähr, mit den umliegenden, also hat die Metropolregion dann 17 Millionen. Wir haben in Kinshasa unsere Patenmädchen besucht, und zwar haben wir eine junge Frau, die Gras, die eine Bäckerlehre macht, die wir unterstützen. Wir haben eine junge Dame, die Abigail. Sie macht mit unserer Hilfe jetzt eine Schneiderausbildung. Und wir haben ein neues Mädchen dazu gewonnen, und zwar die Benedikt. Die haben wir in einer Christengemeinde kennengelernt. Sie konnte keine Schulausbildung machen und stammt ebenso wie die beiden anderen aus einer armen Familie, wo einfach dann irgendwie die Schulbildung nicht mehr möglich war. Wir haben andere Leute kennengelernt, die hilfsbedürftig waren. Zum Beispiel eine sehr alte Frau, eine Witwe, die jeden Tag eine lange Strecke zurücklegen musste, nur um Feuerholz nach Hause zu holen, um dort Sachen zu verkaufen. Also Hilfsbedürftigkeit sieht man, wo man geht und steht. Man muss sich dann natürlich ein bisschen führen lassen.
weil man kann nicht allen helfen. Genau, was haben wir noch gemacht in Kinshasa? Wir haben eine Kirchengemeinde besucht, mit diesen Leuten den Herrn gelobt, aber uns auch die Bedürfnisse angehört, alles, also was auch der Pastor erzählt hat mit seiner Frau. Wir waren mehrmals zu Besuch bei einer Männerchorprobe. Das war auch sehr schön, sehr bereichernd. Ein Männerchor, der eigentlich schon seit 30 Jahren oder länger besteht, aber jetzt wieder erneut sich getroffen hat, um wieder wunderbare Lieder, Lobpreislieder einzuüben und jetzt in Zukunft eventuell auch mal auftreten möchte. Ja, wir waren auf dem Dorf in Vululu, wo wir unsere Witwen besucht haben, die schon einige Jahre lang unterstützt werden und bei denen jetzt schließlich und endlich dieses Haus fertiggestellt wurde, das Empfangszentrum. Es braucht zwar immer noch Inneneinrichtung, aber das Grobe steht jetzt. Das Dorf heißt Mvululu, es ist vielleicht 30 Kilometer oder so von Kinshasa entfernt. Man würde, wenn es nach deutschen Verhältnissen gehen würde, vielleicht eine halbe Stunde brauchen, mit dem Auto dahin zu fahren. Aber wir waren ja zweimal dort in diesen 12 Tagen und wir haben sage und schreibe jedes Mal 3 bis 4 Stunden gebraucht zum Hin- und Zurückfahren. Also es gab Stau, es gab unterschiedliche Komplikationen. An dem Tag der Einweihungsfeier am 16.04. hat sogar unser Auto eine Panne gehabt. Da ist irgendwas von ich kenne mich ja nicht gut aus, aber irgendwas von der Kurbelwelle oder diese Verbindung von den Achsen kaputt gegangen. Also ihr seht schon, es war nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben dort wirklich auch Abenteuer erlebt. Und wer Abenteuer und Unvorhergesehenes, wer damit nicht umgehen kann, kann auch nicht auf Mission gehen. Also Mission ist nicht dafür da, um, naja, einfach mal ein anderes Land zu besuchen und sich dort gut gehen zu lassen. Es ist kein Wellnessurlaub, das kann ich euch versichern. Wir haben auch auf diesem Dorf in Vululu unterschiedliche Familien besucht, auch eine ganz alte Dame, der wir vorher schon mal finanziell geholfen haben, da sie eine ärztliche Behandlung gebraucht hat. Sie war so froh, uns zu sehen und wieder gehen zu können, dass sie sogar vor uns getanzt hat. Das war auch ein schönes Erlebnis. Wir haben auf dem Dorf auch das sogenannte Krankenhaus besucht, das wirklich dieses Namens nicht würdig ist. Es sind einige schäbige Zimmer, in denen es auch Spinnweben gibt, sehr spärlich eingerichtet, keine richtigen hygienischen Betten. Also Hygiene gibt es sowieso nicht. Es ist einfach aus dem Grund, weil die Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen. Wir haben dort eine unserer Witwen liegen sehen, die auch eine OP vor sich hatte, die man mit dem Geld der Mission auch unterstützen musste. Dann haben wir aber auch an einem anderen Tag eine Krankenstation besucht in einem Dorf in einer anderen Richtung von Kinshasa, nicht weit weg auch. Dieses Dorf heißt Ngambanzo und die Krankenstation wurde erst kürzlich errichtet und zwar von Christengeschwistern aus Frankreich hauptsächlich. Das ist ein wunderbares Werk gewesen, auch nur aus Spenden entstanden. Und dort wird Bevölkerung kostenlos behandelt. Medikamente gibt's kostenlos. Ich selbst
bin sogar in den Genuss gekommen, weil aufgrund unserer vielen Fortbewegung auch, also sowohl mit Taxi und Bus als auch zu Fuß und der Mückenstiche, die ich an den Füßen hatte, sich praktisch mein Fuß entzündet hatte und ich mich dann behandeln lassen musste. Aber alles gut ist, ich habe sogar Antibiotikum bekommen und verging dann ziemlich schnell wieder, war dann eigentlich wieder fit. Und ich muss sagen, alles in allem, ich hatte trotz dieser Komplikationen eine wunderbare, erfüllende Zeit, die ich niemals in meinem Leben missen möchte und die ich auch gerne wieder erleben möchte. Ich habe neue Bekanntschaften geschlossen, wunderbare Familien kennengelernt. Es ist ein schönes Gefühl, ein bereicherndes Gefühl, Hilfe geben zu können für Menschen, denen es nicht so gut geht. Es ist sehr schön, eine neue Lebensweise, einen neuen Blickwinkel kennenzulernen, auch Menschen zu beobachten, wie sie reagieren, vielleicht Vergleiche anzustellen mit unserem Land, wie man hier reagieren würde, zum Guten und zum Schlechten. Und es war auch eine sehr schöne Zeit im Lobpreis zum Herrn mit den Geschwistern, weil das kongolesische Volk strahlt auch eine Fröhlichkeit aus. Es gibt, die Leute machen unwahrscheinlich gerne Musik, sie singen gerne und sie reden gerne, sie sind sehr offen. Also es war insgesamt eine wunderbare Zeit, obwohl es kein Zuckerschlecken war, wie ich schon gesagt habe, dieses Elend zu sehen, wie Menschen nicht sozial abgesichert sind, wie Menschen auf sich allein gestellt sind. Was auch hart war, waren unsere vollen Tagespläne. Also wir sind teilweise schon ziemlich früh mussten aus den Federn und dann wollte man sich vielleicht noch die Haare föhnen, aber nein, es gab keinen Strom. Plötzlich wurde der Strom abgeschaltet und wir haben teilweise auch ganze Tage, also einen Tagesablauf verbracht, ohne wirklich zu essen. Vielleicht hat man sich schnell ein kleines Päckchen Bananenchips reingeschoben oder mal kurz Erdnüsse und was zu trinken dazu. Aber die Tage waren eben voll, sodass man nicht, also besonders in dieser ersten Woche, wirklich nicht Zeit hatte, sich dann auch mal hinzusetzen oder sich was zu essen zu bestellen. Also wir haben oft wirklich erst am Abend gegessen oder sogar angefangen erst zu kochen am Abend. Was ich als besonders schwierig auch empfunden habe oder was insgesamt schwierig ist, ist die Überbrückung von Distanzen. Wie ihr schon gehört habt, ist Kinshasa eine riesige Stadt. Die Menschen, die wohnen ja auch, diese 15 Millionen bzw. 17 Millionen wohnen ja auch nicht in Hochhäusern, sondern da ist ja ein ganz großer Platz nötig, viele Quadratkilometer, um so eine Menschenmenge zu fassen und dementsprechend sind die Distanzen auch groß. Gut, was im Viertel war oder in näherer Umgebung, hat man natürlich versucht mit zu Fuß zurückzulegen, aber weitere Distanzen mussten wir mit dem Taxi fahren oder mit dem Bus, in den Bussen, also öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind ja so Kleinbusse, in denen du dann sitzt, und zwar wurde da das Innenleben eigentlich so rausgebaut und durch Holzbänke innen ersetzt. Du sitzt mit drei weiteren Personen, also immer zu viert auf einer Bank, und wenn du mal so einen Kleinbus nimmst, in dem man normalerweise zu zweit daneben nebeneinander sitzt, aber hier waren wir zu viert gesessen,
dass eben möglichst viele Leute transportiert wurden und da Geld reinging. Die Busse sahen katastrophal aus. Bei vielen hatte man das Gefühl, dass sofort irgendeine Tür wegkracht oder keine Ahnung, der Bus nicht mehr weiterfährt. Aber es ist erstaunlich, dass diese Dinger immer noch am Laufen sind. Naja, und da wir nicht permanent auf Busse warten wollten oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel auch angewiesen sein wollten, weil es natürlich noch viel länger dauert, von A nach B zu kommen, haben wir uns Taxifahrer genommen. Und da wir ja teilweise 8 Personen waren, die transportiert werden mussten, mussten wir 2 Taxis nehmen und pro Tag kostete uns ein Taxi $50, also US-Dollar. Man bezahlt dort in US-Dollar. Das heißt, wir haben schon mal, wenn wir einen ganzen Tag lang unsere Geschäfte erledigen wollten, 2 Taxis benötigt und haben für diesen Tag dann sage und schreibe $100 bezahlt. Also das ist, der Transport ist wirklich auch keine günstige Sache. Also wir haben halt die Taxis benötigt, besonders wenn wir dann aufs Dorf gefahren sind, entweder zur Krankenstation oder besonders auch zu den Witwen oder halt größere Distanzen überbrücken mussten. Und da komme ich jetzt auch schon zu unseren wichtigsten Bedürfnissen, die wir jetzt eigentlich so haben. Aus all meinen Erzählungen habt ihr vielleicht schon ein bisschen was rausgehört. Also wir benötigen unbedingt ein Transportmittel. Das sollte ein Auto sein, am besten möglichst ein Kleinbus mit 7 bis 9 Plätzen, wo auch etwas Gepäck Platz hat, wo man auch Lebensmittel transportieren kann und weitere Gerätschaften. Und so ein Auto, wir waren ja auch an einem Tag unterwegs und haben uns ein bisschen über die Preise informiert. Also mit 8.000 Euro ist man da schon dabei. Man muss sich auch vor Augen halten, dass diese Fahrzeuge ja nicht dort im Kongo im Land produziert werden, sondern das sind Fahrzeuge, die aus Asien, Japan, Frankreich, was auch immer kommen und für die man dann natürlich diese Überseetransportkosten hat und Zoll, der sich pro Fahrzeug auf ungefähr 4.000 Euro beläuft. Also 3.000 bis 4.000 Euro. Und diesen Preis, den muss man natürlich dann mit dazu rechnen. Also das heißt, also ein Auto, das du bei uns vielleicht für 3.000 Euro noch bekommen würdest, kostet dort schon mal 7.000 Euro. Ja, das ist leider so sehr bedauerlicherweise, weil es dort ja nicht viele Leute gibt, die sich dann so ein Gefährt leisten können. Wir auf alle Fälle, wenn die Mission gelingen soll, wenn das Projekt mit den Witwen weitergehen soll und eventuell auch noch andere Projekte, diese Patenschaften und so weiter. Wir brauchen ein Transportmittel. Es ist uns nicht möglich, für einen Tag 50 oder $100 für den Taxitransport auszugeben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Stromgenerator. Also so ein Notstromaggregat mit Motor. Der muss mit Sicherheit 10, 12, 15 kW haben, weil es sollen damit auf dem Dorf dann die Geräte, zum Beispiel Kühlschrank für die Apotheke, Herdplatten, kleine Mixer, so Küchengeräte, Beleuchtung in Gang gesetzt werden. Und da benötigt man einfach etwas, das zuverlässig funktioniert. Und da wird man mit Sicherheit, weil der Motor ist ja auch nötig, bei
mit 7.000, 8.000 Euro auch mit dabei sein. Wir wollen ja da auch auf dem Dorf mit den Witwen Seife selber machen, dass den Witwen möglich ist, sich auch selber zu versorgen, nicht nur zu warten, dass vielleicht einmal oder zweimal im Monat Essen kommt, sondern dass, damit die Leute auch was zum Verkaufen haben. Genau, da soll eine Milolo-Seife hergestellt werden. Und dazu braucht man ja auch Herdplatten, Mixer, unterschiedliche Gerätschaften, die mit Hilfe des eine Stromgenerators dann auch betrieben werden können. Was wir mit dem Projekt Milolo Milolo noch anfangen wollen, ist, was auch schon begonnen hat, was ich ja schon erwähnt habe, Jugendliche zu unterstützen, die keine Schulbildung, die ihre Schulbildung nicht abschließen konnten. Wir wollen unterstützen mit Ausbildungen, sodass diese Leute sich und ihren Familien helfen können und vielleicht auch später andere Leute ausbilden, andere junge Menschen, die auch keine Schulbildung haben. Also wir wollen auf alle Fälle mit Bildung und Ausbildung helfen, egal auf welchem Niveau, egal ob das jetzt eine Grundbildung ist, eine Grundschulbildung, oder ob das dann eher eine berufliche Ausbildung ist oder eventuell sogar auch weiter bis zum Studium. Also wer von euch sich angesprochen fühlt und Interesse hat an einer Patenschaft, je mehr Leute sich melden, umso mehr kann man auch noch Kinder und Jugendliche unterstützen. Also wie gesagt, wir haben jetzt 3 junge Mädchen, die wir unterstützen. Aber die Not ist groß. Wir haben viele Leute gesehen, die Unterstützung brauchen. Dafür braucht es allerdings Paten. Ja, im Juni soll eine weitere Mission jetzt stattfinden. Es geht jetzt dann besonders darum, diesen Witwen die ersten Schritte zu zeigen, wie man Seife herstellt. Das kann erstmal einfach nur eine ganz primitive Art von Seife sein, die einfach waschen soll mit Öl, mit Seifenlauge, und die Feinheiten kann man dann eventuell später noch mit reinbringen, mit unterschiedlichen Düften, unterschiedlichen Farben. Das kann dann alles kommen. Und wir wollen natürlich auch im Juni nach den Leuten, jungen Leuten schauen, die auch diese Berufsausbildung begonnen haben. Die dürfen sich auch auf keinen Fall alleine gelassen fühlen auf weiter Bahn. Also man muss wirklich auch dranbleiben. Es reicht nicht immer Leute vor Ort, Leute, die in Kinshasa wohnen oder auf dem Dorf, zu belästigen und zu sagen, schaut ihr mal nach unserem Projekt, schaut ihr mal nach unseren Leuten. Nein, wir müssen auch uns selber hin bewegen und auch kontrollieren, ob alles, einfach nach dem Rechten schauen. Genau. Also Mission, ich kann es abschließend sagen, Mission ist kein Privatvergnügen. Wenn ihr hört, dass jemand auf Mission geht, weil er dieses Projekt Milolo Milolo unterstützt, das ist mit Sicherheit nicht, weil diese Person gerne reist oder weil diese Person weiß, der in Deutschland zu langweilig wird, sondern weil es Bedarf gibt, weil es obligatorisch ist, weil man nach dem Rechten schauen muss und weil man auch die Sache des Herrn, die Yeshua Mashiach inspiriert hat, auch weiter vorantreiben will, weil man
will, dass diese Arbeit, die begonnen wurde, auch im Endeffekt Früchte hat. Es reicht nicht, ein Werk zu beginnen und dann nicht nachzusehen, wie es weiterläuft. Sondern wir müssen sicherstellen, dass diese Personen, diese alten Menschen, diese jungen Menschen im Endeffekt auch wirklich versorgt sind, auf eigenen Beinen stehen. Und da bedarf es einfach der moralischen Unterstützung, der Gebetsunterstützung, der finanziellen Unterstützung und der Kontrolle, würde ich auch sagen. In diesem Sinne, seid gesegnet, wenn ihr das Werk des Herrn im Herzen habt, wenn ihr gerne unterstützen wollt, könnt ihr gerne spenden. Wir blenden dieses Spendenkonto noch ein von Milolo Milolo. Bis nächstes Mal, eure Nicole.